In der Wirtschaftsblatt Ideen Lounge zum Themenschwerpunkt Familienunternehmen begrüße ich Thorsten König. Er ist Geschäftsführer der BNP Paribas Factor GmbH mit Sitz in Düsseldorf. Herr König, Sie vertreten innerhalb der deutschen BNP Paribas Gruppe die Spezialdisziplin Factoring. Dieser perfekte Anglizismus beschreibt die revolvierende Übertragung von Forderungen eines Unternehmens an einen Finanzdienstleister. Wie war das Factoring-Jahr 2014? Wir haben in allen Disziplinen eigentlich ein Rekordjahr gehabt, ob es den Außenumsatz betrifft, unsere Einnahmen, auch natürlich was unseren Gesellschafter betrifft, den Ertrag, den gesteigert. Große Mittelständler und Konzerne nutzen seit Jahren, seit Jahrzehnten das Instrument Factoring, um ihre Liquidität zu sichern. Ihre Factor-Spezialisten in Düsseldorf werden jetzt beginnen, dieses Instrument auch verstärkt im kleineren Mittelstand anzubieten. Kennen die das Thema Factoring schon oder müssen sie denen das neu erklären? Es gibt unterschiedliche Aussagen und unterschiedliche Studien darüber, dass gerade in dem Segment Factoring sehr viel genutzt wird. Denn gerade hier spielt der Vorteil des Servicing in die Hand der Unternehmer, dass sie sich auf ihre Kernsegmente und ihre Kernaufgaben konzentrieren können und das ganze Debitor- und Buchhaltungsthema dann im Grunde an eine Factoring-Gesellschaft übertragen können. Durch Factoring hat man auch den Vorteil, dass die Forderung verkauft wird an die Factoring-Gesellschaft, an BNP Paribas Factor. Und demzufolge kann das Unternehmen dann in den Gesprächen mit den Banken auch nochmal von diesem Vorteil partizipieren. Wie lange dauert das, bis Sie mit einem Neukunden wirklich ins Geschäft einsteigen können? Wir haben das mal analysiert. Im Durchschnitt können wir so innerhalb von 3 bis 4 Wochen einen Vertrag unterschreiben und dann in die operative Umsetzung gehen. Also sagen wir mal so, innerhalb von 6 bis 8 Wochen hat das Unternehmen die Liquidität spätestens dann, die es braucht, um weiter zu wachsen. Sie haben 15 Jahre Erfahrung im Segment Factoring. Wie hat sich dieses Instrument in den vergangenen 1,5 Jahrzehnten verändert? Heutzutage nutzen es Großkonzerne, kleinere Mittelständler zur Working Capital Optimierung, nutzen es zur Liquiditätssicherung. Also mittlerweile spielen wir auf viel mehr Segmenten, als es noch vor 15 Jahren der Fall war. Und das sieht man ja auch im Factoring-Umsatz, den der Deutsche Factoring-Verband repräsentiert. Er wächst im Durchschnitt über die letzten Jahre immer gut im zweistelligen Bereich, was ja auch widerspiegelt, wie sehr das Produkt eben halt als Beimischung zum Finanzmix bei den Unternehmen halt auch beiträgt. Wenn man zum Beispiel vergleicht das Factoring-Volumen zum Bruttosozialprodukt, dann ist diese Quote, die sogenannte Factoring-Quote, bei 6% in Deutschland. In anderen Ländern, ob es nun England ist oder Frankreich, Italien, sind das dann Quoten von 11 bis 13, 14%. Also insofern, wir haben noch unheimlich viel Nachholbedarf, wenn man diese Quote nimmt. Darüber hinaus hat Deutschland eben halt den Vorteil des Mittelstands. Also insofern, wir haben noch eine unglaublich große Möglichkeit, Factoring vielen Unternehmen anzubieten. Mit welchen Herausforderungen konfrontieren Sie eigentlich die Unternehmen, die bei Ihnen um Factoring nachfragen? Ist Factoring noch das starre Instrument, das man das aus den vergangenen Jahren kennt? Die Unternehmen stehen ja heute vor zahlreichen Herausforderungen, die sich ständig und andauernd in unterschiedlichsten Richtungen verändern. Demzufolge haben wir auch Produkte, die sich flexibel auf die Bedürfnisse der Kunden ausrichten. Flexibel heißt für uns, dass wir unterschiedliche Produkte haben für die unterschiedlichen Kundengruppen, aber auch unterschiedliche Produkte für die unterschiedlichen Herausforderungen, die die Unternehmen heutzutage haben, auch wie sie dieses Produkt nutzen wollen. Ob es eben halt auf der einen Seite ist, der Schwerpunkt der Finanzierung, ob es auf der anderen Seite ist, dass man darüber hinaus noch den Schutz vor dem Forderungsausfall hat, oder ob es eben halt auch heißt, dass man ein offenes oder ein stilles Factoring anbieten kann. Darüber hinaus gibt es eben halt auch größere Unternehmen, die sagen, wir möchten gerne Lösungen haben, um im Rahmen von Working Capital unsere Lieferantenverbindlichkeiten besser zu strukturieren. Dafür haben wir ein Reverse Factoring entwickelt, wofür wir heutzutage auch ganz neue und moderne Plattformen nutzen, um eben halt der Vielzahl der Lieferanten, der Vielzahl der Ansprüche des Unternehmens gerecht zu werden. Wo werden Sie angreifen oder wo werden Sie vertrieblich verstärkter auftreten? Die Zentren, ich gehe mal davon aus, in Düsseldorf oder den anderen großen Städten des Landes, da kennt man das, ist jetzt die Zeit gekommen, in denen man auch mal in den Regionen am Niederrhein, im Bergischen Land, in Westfalen stärker auftritt? Also unsere Vertriebsmannschaft ist in 8 Großstädten Deutschlands beheimatet. Aber von dort nicht nur um den Kirchturm von 50 Kilometer aktiv, sondern eben halt überall dort, wo unsere Kunden sitzen, da sind wir auch. Aber das ist halt den Vorteil dadurch, dass wir auf ganz Deutschland verteilt sind, dass wir nicht so lange brauchen, um eben beim Kunden vorbeizufahren und mit ihm seine Belange zu besprechen, einen Kunden eben halt auch für uns zu gewinnen. Thorsten König, ich wünsche Ihnen und Ihrer Mannschaft viel Erfolg. Sie haben hohe Ziele, die Sie erreichen müssen. Dafür alles Gute im Jahr 2015. Hier geht es gleich weiter in der Ideenlounge zum Themenschwerpunkt Familienunternehmen.